Dani Büchner und Tochter Jada haben sich unter die Nadel gelegt. Eigentlich sollte es nur ein lustiger RTL-Prank sein, erst kürzlich hatte Dani Büchner, 43, an ihrer Tochter Jada, 16, vor laufender Kamera die Idee, sich Mama-Tochter-Tattoos oder Piercings stechen zu lassen, getestet. Vorreiter dafür, Hollywood-Star Gwyneth Paltrow, 48, die mittlerweile eine ganze Reihe an Piercings mit ihrer Tochter Apple, 17, teilt. Jada zeigte sich von der Aktion erst nur wenig begeistert. Am Ende scheint sie aber immer mehr Gefallen daran gefunden zu haben. So sehr, dass sie und Dani dem Tätowierer jetzt einen Besuch abgestattet haben. Ganz offenbar scheinen sich Dani und Jada nach unserem witzigen RTL-Besuch noch länger mit besagter Idee auseinandergesetzt zu haben. Wie ein neues Bild auf Instagram beweist, tragen Mama und Tochter neuerdings das gleiche Bildchen auf der Haut, Online-Engelsflügel mit Heiligenschein. Ein Tattoo mit tiefer Bedeutung. Dani und Jada trauern noch immer. Ende 2018 musste Dani Abschied von ihrem Ehemann Jens Büchner, von 1969 bis 2018, nehmen. Der Goodbye-Deutschland-Star war damals im Alter von nur 49 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Eine tragische Situation, die Dani wieder einmal in ein tiefes Loch gestürzt haben dürfte. Immerhin war Jens nicht der erste Mann, den sie zu Grabe tragen musste. Lange vor ihm hatte Dani auch ihren ersten Ehemann, den Vater ihrer ältesten drei Kinder, verloren. Yilmaz Karabas war 2009 an plötzlichem Herzversagen gestorben. Dani hat also nicht nur ihre zwei Ehemänner, drei ihrer Sprösslinge, darunter Jada, haben auch Papa und Ziehpapa für immer verloren. Das Engelstattoo dürfte genau diesen beiden Männern die letzte Ehre erweisen.